Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar habe ich heute für euch mal was ganz Besonderes. Und zwar von Fabrics Holzklemmbausteine, die FB1820. Und zwar ist das hier ein Nachfüllpaket mit Holzklemmbausteinen. Und zwar haben wir 20 2x4er Bricks und 10 2x2er Bricks und damit insgesamt 30 Steinchen in diesem Nachfüllpaket drin. Es ist hundertprozentig kompatibel mit normalen Lego und anderen Lego-kompatiblen Klemmbausteinmarken. Zumindest laut der Angabe, das prüfen wir dann natürlich noch. Und das ganze Holz, was hier verwendet wird, ist FSC zertifiziert und aus nachhaltigen Holzwirtschaften. Dabei handelt es sich um Hartholz, und zwar Buchenhartholz, so wie ich das gelesen habe auf der Fabrics Website. Und natürlich ist Nachhaltigkeit im Klemmbausteinbereich ein Thema. Obwohl ich immer auf der Seite stehe, dass ich sage, diese Steinchen, auch die normalen Plastiksteinchen, werden ja sehr lange verwendet und sind nicht als Wegwerfprodukt gedacht. Da wird es sich dann erstmal zeigen, ob diese Holzklemmbausteine ähnliche Nutzungsdauern überleben. Das kann aber nur die Zukunft zeigen. Ein kleiner Kritikpunkt schon am Anfang ist, das Ganze wirbt ja mit Nachhaltigkeit, aber trotzdem wird das Ganze in China produziert. Ist aber, das sehen wir an der Verpackung, für den deutschen Markt ausgelegt. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben wieder sehr lange Lieferwege vom Produzenten zu uns, wodurch es wieder recht wenig nachhaltig wird. Und ich meine, 30 solche Steinchen haben immerhin einen stolzen Preis von über 20 Euro und die Fabric Sets, wo wir bei 40 Steinen oder mal 120 Steinen sind, sind noch viel teurer. Da liegen wir dann bei 40, 50 Euro und noch mehr. Und das, obwohl es, wie gesagt, eben trotzdem nur in China produziert wird. Die Verpackung hat schon ein bisschen was abbekommen. Ich habe die Steinchen von Amazon gekauft, weil leider kein Holzwarengeschäft oder auch andere Spielwarenläden in der Nähe von Fabrics diese Steinchen hatten. Hier habt ihr auch nochmal die genauen Zertifikate für die Leute, die da ein bisschen mehr damit anfangen können. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr euch damit besser auskennt als ich, nochmal was dazu in die Kommentare schreiben, wie aussagekräftig das Ganze ist. Man muss aber den Jungs von Fabrics auf jeden Fall lassen, die schaffen es, das Verpackungsdesign wirklich so zu machen, dass man sich direkt als nachhaltiger Erdenbürger und glücklicher Waldmensch fühlt. Ansonsten haben wir ja noch einen Warntext, und zwar steht hier: Fabrics Bausteine sind aus natürlichem Holz. In Wasser oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit können sie ihre Funktion verändern oder vollständig verlieren. Ich würde sagen, wenn man das Ganze in Wasser einlegt, kann man sie dann später sogar kompatibel mit Duplo verwenden. Also bitte nicht ausprobieren. Weiter geht's mit Fabrics nicht befeuchten, ist logisch, und nicht in Kontakt mit Wasser, Hitze, Querstrich, Feuer bringen. Also ich weiß nicht, hattet ihr vielleicht vor, euer Lego-Set mal anzuzünden? Dann könnt ihr das mit diesen Steinchen lieber doch nicht zu Hause ausprobieren. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf und wir schauen uns dann zusammen die Teile, Tüte gehe ich mal davon aus, die dort drin ist, an und so weiter und so fort. Und im Karton finden wir so eine Papiertüte mit Fabrics-Aufdruck und trotz dessen die Verpackung ja nicht gerade groß ist, trotzdem noch sehr viel Luft hier drin. Und das Ganze wird noch luftiger, wenn wir dann in die Tüte schauen. Ich weiß nicht, ob ich Mogelpackung als Begriff viel zu inflationär verwende, aber das ist für mich mal wieder eine klare Packung, die hätte sehr viel kleiner ausfallen können. Mit dabei ist noch so ein Super Dry Luftentfeuchter, damit die Steinchen eben nicht nass werden. Und dann die Steine an sich. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz harmlos an mit dem Baugefühl, wenn wir Holz und Holzstein aufeinander setzen. Oh, und das ist sehr, sehr fest. Abnehmen lässt sich dann trotzdem ganz gut. Aber ja, jetzt wird es auch besser. Also wenn man die dann einmal eingebaut hat, nachdem es das erste Mal so fest war, lassen sie sich echt gut verbauen. Und man hat wirklich so einen Anpressdruck, wie bei einem richtigen Lego-Plastestein. Also das lässt sich wirklich sehr, sehr gut verbauen. Lasst euch da mal nicht von dem ersten Druck, den ihr benötigt, abschrecken und denkt, dass das echt kein Spaß wird. Also wenn man die dann einmal eingebaut hat, ist das wirklich gut und lässt sich erstaunlich gut verbauen. Was mir aber jetzt schon aufgefallen ist, ist, dass die Passgenauigkeit ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Wir haben hier so eine kleine Kante und der steht hier so ein bisschen über und das fühlt man auch. Ich nehme mal noch zwei andere Steine, ob es da genauso ist oder ob das jetzt nur ein Einzelfall war. Okay. Der hält ziemlich gut, aber dann haben wir hier auf der Seite wieder die Kante. Also so eine kleine Abweichung auf Dauer kann bei Großprojekten wirklich am Ende dazu führen, dass es nicht mehr passt. Das ist mir echt zu viel Abweichung.
Und ja, natürlich, das ist ein Naturprodukt. Dementsprechend ist da eine gewisse Abweichung normal. Aber es wird ja explizit damit geworben, dass es eben hundertprozentig kompatibel mit anderen Bausteinen ist. Wir nehmen einfach mal als Vergleichssteine die Blocksteinchen hier. Ich nehme die Blocksteinchen eigentlich ganz gerne als Ersatzsteinchen, weil die recht vielseitig sind und zu den meisten Marken sehr gut passen. Dementsprechend nehme ich die jetzt auch mal zu diesen Steinchen hier. Da ist es meines Erachtens dann am aussagekräftigsten. So, wir fangen mal ganz harmlos an mit vier Noppen. Das hält gut, hat sich auch gut verbauen lassen. Also auch hier haben wir einen schönen Anpressdruck. Das lässt sich also auch untereinander sehr gut verbauen. Was aber auffällt, wir haben auch hier so eine gewisse Kante drin. Jetzt probieren wir mal noch ein paar andere Steinchen, so ein 1x2er hier. Das ist zum Beispiel ein Sluban-Teil. Hält auch gut, aber wieder die Kante. Dann nehmen wir das doch nochmal mit dazu. Das ist auch ein Sluban-Teil, passt nicht wirklich gut drauf. Also wir haben hier nochmal sehr viel Luft dazwischen, mehr als wenn man es jetzt auf einem anderen Teil verbaut. Und dann können wir auch nochmal so ein Steinchen hier probieren, ob das auch gut hält. Und auch das hält wirklich gut drauf. Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben hier Bausteinchen aus nachhaltigem Holz, zumindest laut der Werbeaussage, was aber leider aus China kommt und damit einen relativ weiten Weg hinter sich hat. Die Passform der Steine könnte besser sein, trotzdem ist es kompatibel zu anderen Klemmbausteinen. Das wird auch in kleinen Projekten keinen großen Unterschied machen, dass mal da so ein kleiner Überhang ist. Bei einem Großprojekt über eine wirklich lange Fläche kann sich sowas aber summieren und kann am Ende den Bau gefährden. Ich finde die Steinchen trotzdem cool. Man kann das für viele Sachen verwenden, ob man jetzt in einem Haus einen Schrank bauen möchte oder den Boden in so einer Holzoptik haben möchte. Dann hat man einfach echte Holzsteinchen und eben keine Lego-Steinchen, die einfach nur Holz imitieren. Trotzdem bleibt für mich eher ein recht teurer Gag, wo man sagt, okay, das ist cool, man hat es mal ausprobiert, aber die großflächige Nutzung ist es für mich nicht. Die richtigen Sets von Fabrics sind mir dafür einfach zu teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. Und diese Nachfüllsets hier sind eben für Projekte, wo man diese Steinchen mit Plastesteinchen mischt, ganz cool, aber jetzt auch kein Must-Have. Wer da natürlich Bock drauf hat, dem kann ich es trotzdem empfehlen, auch wenn wir hier ein paar Problemchen damit haben, hängt aber damit zusammen, dass es eben ein Naturprodukt ist. Wenn ihr natürlich selber Erfahrung mit Fabric-Steinchen habt oder vielleicht auch mit anderen Holzklemmbausteinchen, könnt ihr mir gerne mal die Erfahrungen in die Kommentare schreiben, würde mich wie immer sehr interessieren und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Welt.